thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Red One, Alarmstufe, Weihnachten. Ja, in diesem Film geht es um den Weihnachtsmann. Er wird gespielt von J.K. Simmons, ja viele kennen J.K. Simmons als ähm, J. Jonah Jameson aus dem Sam Raimi Spider-Man Film. Und ja, dieser steht vor seinem großen Tag natürlich, ein Tag bevor... Alles losgeht ein Tag bevor der Weihnachtsmann überall auf der Welt Geschenke verteilt. Was aber keiner weiß, dass sich ein paar Leute Gedanken gemacht haben, den Weihnachtsmann zu entführen. Und als dieses passiert, ruft es natürlich seinen Sicherheitsexperten Callum Drift, gespielt von Dwayne The Rock Johnson, den man aus ja, Filmen wie Jumanji zum Beispiel kennt, auf den Plan und ja, dieser braucht natürlich Hilfe. Und es gibt jemanden auf der Erde, der so ziemlich alles und jeden wiederfinden kann. Und zwar Jack O'Malley. Gespielt von Chris Evans, den man natürlich als Captain America sehr gut kennt. Ja, und diese beiden machen sich auf den Weg, um den Weihnachtsmann wiederzufinden. Und ja. Darauf treffen Sie dann auch noch so einige Probleme, die Sie dann dort lösen müssen. Ja, so viel zur Story. Dieses ist eine Amazon MGM Produktion. Ich glaube auch so mit einer der ersten, die ich jetzt im Kino gesehen habe. Und was ich sagen muss: Der Film wirkt optisch doch recht gut. Auch die Effekte sehen sehr gut aus, aber das sollte man auch bei einem Film, der ein Budget von, ich weiß nicht, wie die solche Summen hinkriegen, 250 Millionen Dollar hat dieser Film gekostet und das ohne Marketing etc. pp. Ähm, dafür erwarte ich natürlich dann auch, dass die ganzen Animationen und so recht super aussehen. Und ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass jedes Jahr ein Action Weihnachtsfilm rauskommt und ja nachdem letztes Jahr das All ich glaube es war letztes Jahr ein etwas härterer Weihnachtsfilm rauskam mit Action ist dieser hier doch so ein bisschen ja familienfreundlicher geraten denn ähm, es gibt auch sehr viele humorvolle Elemente in diesem Film was nicht nur an The Rock liegt, sondern auch an Chris Evans, der auch hier seine sehr humorvolle Seite doch zeigt. Es ist Popcorn-Kino auf jeden Fall. Es ist einfach wirklich Gehirn ausschalten und ähm, sich einfach unterhalten lassen. Die Story ist recht einfach gestrickt, muss man sagen. Die, ähm, ja, die Schauspieler machen ihre Rolle wirklich sehr gut. Ich finde J.K. Simmons als Weihnachtsmann, ey, wer diese Idee für dieses Casting hatte, Echt, dafür gibt es definitiv den Daumen nach oben. Also, da hat man wirklich mal wieder exzellente, ähm, exzellentes Feingefühl bewiesen, wie man eine Rolle gut besetzt. Und auch ähm, The Rock ist hier mal wieder in einer Rolle, ja, wo man sagt, ja, das ist eine typische The Rock-Rolle einfach. Aber es ist wirklich mal wieder einer seiner lustigeren und äh, ja, besseren Filme kann man sagen, nachdem man doch nach Black Adam von The Rock doch sehr enttäuscht war. Ist das mal wieder einer seiner besseren Filme und ja, es gibt ja auch noch so ein paar Dinge, die man an dem Film sagen muss. Also ich finde die, 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 die Idee an diesem Film fand ich schon recht lustig gehalten und ja also die Charaktere passen hundertprozentig zusammen. ja man reißt auch so ein bisschen auch so so ein bisschen das ähm, dass das ja ich sag jetzt mal das mythische Umfeld vom Weihnachtsmann auch mal so ein bisschen an was da auch noch mal so ein bisschen interessant ist aber ja da würde ich jetzt kein ähm, keine Hand ins Feuer legen auf hundertprozentige ähm, ja, ähm, Authentizität. Aber alle Schauspieler machen ihre Rollen wirklich super. Der Film macht einfach Spaß. Es ist zwei, über zwei Stunden. Teilweise fand ich es jetzt ein bisschen lang. Also da hätte man durchaus das genau auf zwei Stunden ruhig machen können. Aber alles in allem macht man hier doch einen sehr guten Job. Und wie gesagt, einer der ersten großen MGM ähm, Amazon-Produktion, was viele ja nicht wissen, dass ähm, MGM mit Amazon zusammengegangen ist, weil das äh, MGM-Studio doch recht in äh, finanzielle Bedrängnis gekommen ist. Und MGM hat ja sehr viele große Franchises ja auch ähm, inne, auf das Amazon dann jetzt natürlich auch Zugriff hat. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt mal so eine eigenständige Produktion, wo... Äh, ja, jetzt es auf kein großes Franchise hinausgeht, sondern jetzt dieser Film steht einfach so für sich und ähm, daran sollte man auch wirklich sagen, ja, das ist ein Weihnachtsfilm, der Weihnachtsfilm 2024 mit Action, mit Komödie und so, wo wirklich man sich mit der ganzen Familie, auch wenn es FSK 12 ist, weil ich auch nicht unbedingt weiß, warum, aber naja da werden schon die Sta Anstalten, die dafür vorgesehen sind, auch schon ihre Gründe haben. Aber für mich ist das ein Film für die ganze Familie, wo man dann sagen kann, ja, den kann man sich dann äh, 2025 dann schön im Heimkino dann angucken, weil ich denke mal nicht, dass die den vor Weihnachten noch auf Amazon Prime raushauen werden. Deswegen 2025 dann fürs Heimkino oder wer noch möchte, wahrscheinlich wird der Film noch paar Wochen laufen, dann könnte man den vielleicht auch noch kurz vor Weihnachten sich den Film im Kino gönnen. Ja, ich finde sowieso generell in den Zeitpunkt ein bisschen komisch gewählt. Also, einen Monat später, weiß ich nicht, hätte das vielleicht auch von der, von der Stimmung her vielleicht noch ein bisschen besser gepasst, wenn man den Monat später ins Kino gebracht hätte. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist der Film da und ähm, ja, man kann ihn sich doch sehr gut. Anschauen. Wie gesagt, einfach Popcorn-Kino gehen aus und einfach unterhalten lassen. Nicht nach irgendwelchen Logiklöchern oder sonst irgendwas suchen, sondern einfach hinsetzen, Popcorn genießen, fertig. Und äh, damit ich beim nächsten Kinobesuch nicht ohne Snacks reingehen muss, gibt es jetzt hier ein bisschen Werbung. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung! Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis. Demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, Red One, Alarmstufe, Weihnachten. Ja, so die Action-Komödie für Weihnachten 2024. Ähm, ja, kann man sich geben, ist wirklich eine gute Unterhaltung. Zwei Stunden 13 ein bisschen zu lang, aber super besetzt mit tollen Schauspielern, tolle Effekte wirkte jetzt so auch die Effekte wirken auch wirklich richtig gut diese wirken jetzt gar nicht billig und so aber pff, bei einem wie gesagt bei einem Budget von 250 Millionen Dollar ja warte ich das dann auch ja deswegen gebe ich den Film so viel ja so zwischen drei und vier Totenköpfen gebe ich den Film auf jeden Fall weil er doch recht gut gelungen ist. Ja, das war meine Filmwertung zu Red One Alarmstufe Weihnachten. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort, ein, dort ist ein Link zu einer Linkliste mit Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.